Einige Minecraft-Fakten sind selbst für Veteranen noch neu. Wusstest du zum Beispiel, dass ein Magier-Evoker, sobald er ein blaues Schaf sieht, dieses direkt in ein rotes verwandelt? Warum auch immer. Naja, solange es ihm Spaß macht. Wie wir wissen, können Ziegen springen und sind damit einfach smart genug für ein kleines Jump'n'Run. Aber nicht übertreiben mit Leiterspringen oder so, es sind halt nur Ziegen. Eigentlich kann man verschiedene Slabs in Minecraft ja nicht übereinander platzieren. Zumindest nicht ohne diesen Trick. Alles, was wir brauchen, ist ein Kolben und die World Border. Und wenn wir den Kolben jetzt aktivieren, können wir einfach sehen, dass es funktioniert hat. Okay, ich gebe zu, das sieht schon verdammt illegal aus. Gönnst du dir auch mal die 8 Minuten Potions und wunderst dich dann, wieso du keine 8 Minuten bekommst? Naja, die Lösung hierfür ist ganz einfach. Und zwar geht die Effektdauer von dem Kopf des Spielers aus. Wirfst du die Potions also nach oben, bekommst du auch die vollen 8 Minuten. Wusstest du, dass du einen Zombie-Villager-Jockey ganz normal wie die anderen auch heilen kannst? Er verwandelt sich wirklich in eine Art Villager-Jockey und sieht meiner Meinung nach extrem lustig aus. Mach doch irgendwas! Ob man es glaubt oder nicht, aber es ist tatsächlich möglich, zwischen halben Blöcken herzukriechen. Zwar nicht direkt, aber wir können uns mit Hilfe von Schnee eine Art Treppe bauen und dann feststellen, dass wir einfach auf dieser Höhe sind. Nur leider können wir nicht weiter als dieser Schnee kriechen, warum auch immer. Diamanten, Netherite, Drachenatem und dieser große Farn sind einige extrem seltene Items in Minecraft. Aber der große Farn steht doch überall in der Overworld rum. Ja, das ist zwar richtig, aber mit Silk Touch können wir nicht abbauen und selbst mit einer Schere bekommen wir nur normalen Farn raus. Die einzige Möglichkeit, ihn zu bekommen, sind ein paar wenige Kisten in Villager-Dörfern. Wo wir schon mal bei Villagern sind, habe ich auch direkt den zweiten illegalen Fakt für heute. Und zwar wissen wir alle, dass Betten im Nether eine neue Funktion bekommen. Aber naja, was soll ich sagen? Scheinbar nicht für Villager. Ganz schön kriminell. Aber das ist nicht der einzige unlogische Bettfakt in Minecraft. Und zwar können wir einfach unter Wasser ein Bett platzieren und auch darin schlafen. Ich nehme dann einfach mal an, dass Villager auch im Nether in Betten unter Wasser schlafen können. Sus. Cringe. Wenn wir einen Papagei zähmen, er fertig getanzt hat und wir ihn einsammeln, können wir feststellen, dass das Tier einfach keine Hitbox mehr hat. Ziemlich OP, oder? Fun Fact Nummer 11, ich habe 20 Millionen Papageien um mich herum und wenn du diesen Kanal abonnierst, dann sind sie sehr glücklich. Also nutze die Chance und abonniere jetzt meinen Kanal auf YouTube, um keine weiteren Minecraft-Fakten mehr zu verpassen. Hier findest du jetzt noch mein letztes Faktenvideo, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao.